Spielen mit einer AMD RX 550 Grafikkarte. Geht das? Damit meine ich Spiele vorzugsweise auf der 1080p Auflösung zu spielen. Nun, in dem heutigen Video zeige ich euch, wie genau die Spiele tatsächlich mit der RX 550er laufen. Oben links lasse ich die Bildrate für euch anzeigen und zeige euch auch die Einstellungen, die ich persönlich für das bestmögliche Spielerlebnis wählen würde. Also legen wir mal los. Als erstes fangen wir mal mit Battlefield 1 an. In den Einstellungen habe ich die Auflösung auf 1080p eingestellt, DX12 ausgeschaltet und die Grafikqualität auf Low. Das führt dann zu ungefähr 50 bis 60 FPS, je nachdem wie viel Action gerade abgeht. Fürs nächste Spiel Crysis 3 nehme ich auch gleich 1080p ins Visier. FXAA, alles andere auf Low, sogar unter Advanced Graphics 16x AF aber. Und ja, das führt zu einem sehr geschmeidigen Gameplay mit rund 60 FPS, manchmal mehr, manchmal weniger. Jetzt nun zu Doom, bleiben wir auch gleich bei 1080p. FXAA, Motion Blur High, OpenGL 4.5 und die Qualität eingestellt auf Low. Jedoch mit einer Bildrate von gerade so 30 FPS oder weniger ist das nicht sehr spielbar, zumindest nicht für mich. Also um das zu beheben, ändere ich sonst keine Einstellungen bis auf die API. Statt OpenGL setze ich hier nun auf Vulkan. Das sorgt nämlich für eine spielbare Bildrate mit so rund 50 FPS, manchmal geht's allerdings runter in die 40er. Versuchen wir es mal mit Far Cry Primal. Wieder einmal 1080p Grafik auf Low. Leider ein nicht sehr angenehmes Erlebnis, nur 40 FPS oder so. Der einzige Weg zu mehr ist das Herabsetzen der Auflösung zu irgendwas wie 1600x900. Das wirkt Wunder und lässt die Bildrate auf 50 und manchmal bis zu 60 FPS hochschießen. In GTA 5 habe ich die Auflösung wieder auf 1080p angesetzt, DirectX 11, FXAA, V-Sync aus natürlich, Population Density, Variety und Distance Scaling auf 100% und alles andere auf Normal. Reflection MSAA ist auf X8 und AF auf X16. Wir erhalten eine sehr gute Bildrate von 70 bis 90 Bilder pro Sekunde. Das heißt, wir haben Spielraum und können die Einstellungen noch etwas hochdrehen, wenn wir wollen. Um nicht das 2 GB VRAM-Limit zu übersteigen, FXAA ein, diese Balken auf 100% bis auf Population Variety, das frisst nämlich Videospeicher, also somit ist das nur auf so 25%. Texture Quality Very High, Shader auf High, Reflection auf Very High, Reflection MSAA noch immer auf X8 und alles andere auf Normal Einstellungen. So sieht das Spiel gleich viel hübscher aus mit verbesserter Grafik und ich würde 60 FPS als sehr spielbar bezeichnen, denkt ihr nicht auch? Als nächstes Rise of the Tomb Raider. 1080p DX12, AA ist aus und das Grafikpreset ist auf Lowest. 40 bis 50 FPS, was nicht schlecht ist, aber man könnte mehr gebrauchen. Also alles, was ich mache, ist die Auflösung runterzuschrauben auf 1600x900 wie in Far Cry Primal. Und wie ihr sehen könnt, bekommen wir nun 60 bis 70 FPS. Eine sehr nette Steigerung. Und zum letzten Spiel The Witcher 3. Wie immer 1080p, Grafikpreset, Low Post-Processing auch auf Low. Das Ergebnis 40 FPS mehr oder weniger. Könnte eine kleine Herausforderung werden, damit in actionhaftigeren Szenen zu spielen. Um dies zu beheben, setze ich die Auflösung wieder einmal auf 1600x900 herab. Zugegeben, macht nicht viel aus, aber zumindest kratzen wir an den 50 FPS. Und ja, das wär's eigentlich auch schon. Um also die Frage zu beantworten, kann man mit einer RX 550 spielen oder nicht? Wobei das Spielerlebnis zwar keineswegs das Beste ist, kann man derzeit durchaus damit spielen, solange man damit leben kann, die Ingame-Auflösung für manche Spiele runterzustellen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wie immer, danke fürs Zuschauen.